Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, Clemens, Familienvater, Hüter des Waldes und Mensch natürlich. Hallo Sam. Schön, dass ich sozusagen in deinem Zuhause sein darf heute. Kleine Runde spazieren gehen, oder? Ich hab mir den Lagenlook angelegt, weil es ja doch etwas kühler ist, aber na, gerade geht es. Ja. Ja, wir sind ja eigentlich in der Zeit, in der alles schläft. Es ist ganz still und wir sind in der Zeit, in der sich alles regenerieren darf. Wenn wir so ein bisschen in die Welt gucken, sind wir da auch gerade alle in eine Art Schlaf versetzt worden. Ist das gerade gesund oder nicht so gesund? Wie siehst du das als Naturmensch? Naja, ich denke, wir sind schon in einer Art geistigem Schlaf, im Sinne von, dass wir vergessen haben, wer wir selber sind und wer der andere ist. Mhm. Das andere schläft nicht, die Aufregung und die Hektik und der Stress, ja, und das Getrenntsein, das schläft nicht. Ja. Da können wir uns was von der Natur abschauen. Ja, wie ist das für dich? Du bist ja schon ganz, ganz viele Jahre im Wald. 10 Jahre ungefähr, ja. Der Wald ist dein Zuhause. Hm. Und wie bist du dazu gekommen? Naja, ich bin mit meiner Familie hierher gezogen und das war eine Fügung. Die Geschichte wäre zu lang. Für 17 Minuten. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich im Wald bin und habe angefangen zu beobachten und zu schauen, wie das hier funktioniert. Mhm. Und ich glaube, dass ich dabei viel gelernt habe. Wenn du sagst, wie das funktioniert, kann dann der Mensch sich von der Natur, es ist fast nur eine rhetorische Frage, ja? Ja, klar. Etwas abschauen? Ja, auf jeden Fall. Und also das, was ich gefunden habe, ist, dass die Natur pure Harmonie ist, pure Harmonie darstellt. Mhm. Und das wurde uns anders beigebracht. Man hat uns beigebracht, die Natur ist Kampf. Ja. Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann stimmt das nicht. Ich habe beobachtet, dass das, was hier passiert, alles sich selbst heilt, kann man sagen. Mhm. Ich habe mal so ein, so ein Beispiel gefunden. Also wenn man ein Stück Wald vernichten würde, stell dir vor, da würde man ein paar Napalmbomben reinschmeißen und alles verbrennen. Ja. Bis in den tiefen Boden. Und wenn man so eine Zerstörung in Ruhe lassen würde, wenn der Mensch die in Ruhe lassen würde, dann würde die Natur das selbst wieder aufbauen. Das heißt, alles, was zerstört wird, baut die Natur selber wieder auf. Mhm. Also zum Beispiel Wasser und Frost lockert den Boden wieder auf. Dann kommen so Flechten und Moose. Mhm. Irgendwann Pilze, Gräser fliegen ran. Und dann kommt der Pionierbaum, die Birke. Die Samen werden vom Wind sehr weit getragen. Und irgendwann wachsen da Birken. Die Birken schmeißen Laub runter jeden Herbst. Und nach und nach baut sich Humus auf. Irgendwann kommen dann andere Bäume dazu. Die Eichhörnchen zum Beispiel pflanzen Buchen und Eichen. Und wenn man lange genug gewartet hat, steht dann da wieder ein Wald. Also geht alles um diesen einen Kreislauf. Und es fügt sich alles zusammen, es integriert sich, es ist in Harmonie miteinander, sagst du. Ja. Also ich glaube, dass in dem Bauplan der Schöpfung diese Harmonie eingebaut ist. Wir Menschen haben das vergessen, wir haben uns aus der Harmonie ausgeklinkt. Und ich glaube, dass wir sehr viel durch diese Beobachtung lernen können, wie wir uns wieder in die Harmonie einklinken. Mhm. Jetzt sind wir ja gerade alle
Ja, Zeit des Wandels heißt es. Ja. Wie würdest du zum Beispiel den Menschen eine Botschaft aus dem Wald geben, damit sie sich zurechtfinden mit dem, was gerade der Wandel mit den Menschen macht? Oder was ist das Wichtigste, was die Menschen vielleicht aus deiner Sicht gerade lernen dürfen? Also ich würde erstmal den Wald besuchen. Gut ist, wenn man das alleine macht oder mit wenigen Menschen und erstmal runterkommt. Erstmal schaut und beobachtet und sich selbst beobachtet. Entschleunigung also. Erstmal Entschleunigung. Und dann schauen, dass man wieder so zurückfindet zum eigenen Gefühl. Und ich glaube, im Wald kommen viele Ideen und Inspirationen, sage ich mal, weil das die Energie des Waldes hergibt. Mhm. So, das würde ich machen. Ja, also ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass es gerade diesen Lockdown gibt? Ja, vielleicht. So wie du sagst, wenn in der Natur was zerstört wird, baut es sich auch selbst wieder auf. Glaubst du also, dass es eine Chance gibt, eine gute Chance für die Menschen, dass sich da auch gerade etwas ganz Tolles, Neues aufbauen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und wenn wir mal, jetzt sind wir ja im Winterschlaf hier in deinem Zuhause, ja? Ja. Wie geht das weiter? Also was ist für dich dann, was du beobachtest, was als nächstes passieren wird hier, was du jetzt schon weißt, weil du deinen Wald kennst? Gibt es bestimmte Ecken, an die du dann am liebsten gehst, um zu schauen, dass da der nächste Schritt dann passiert? Frühling, das Erwachen wieder? Oder sagst du, du genießt einfach auch gerade, es sind ja ein paar Seen dabei hier? Ja, klar, genieße ich. Aber ich denke auch, dass wir auch so in einem Menschheitsfrühling sind. Dass immer mehr Menschen sich bewusst werden darüber, dass das so nicht weiterlaufen kann. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen sich wieder verbinden. Und das kann man auch im Wald machen und sich als Vorbild auch die Bäume nehmen. Die sind alle miteinander verbunden. Es gibt ja auch so schöne Erkenntnisse darüber, dass die Bäume über ein unterirdisches Netzwerk miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren. Verwurzelt? Ja. Ja, auch über Pilzstrukturen und so. Aber ich glaube auch energetisch. Mhm. Darüber wird, glaube ich, noch nicht so viel gesprochen, dass hier auch sehr viel Energetik stattfindet, also energetische Prozesse. Und ja, und die Bäume stehen hier friedlich zusammen und die Tiere gehen hier friedlich durch. Natürlich wird mal eins gegessen, das gehört auch mit zum natürlichen Prozess des Auf- und Abbaus und der Harmonisierung der Populationen und so weiter. Mhm. Ich glaube, was bei uns Menschen wichtig ist, dass wir erkennen, was uns voneinander trennt. Wir dann wieder zusammenstehen können wie Bäume. Was ist das aus deiner Sicht? Was uns trennt? Ja. Meinungen und Konzepte und Ideologien. Ich sage immer so, ich bin nicht meine Meinung. Und früher war das so wie wir aufgewachsen sind. Wir haben immer so die Leute bewundert, schön, die tolle Geschichten erzählt haben und eine feste Meinung vertreten haben und so weiter. Solche Leute haben wir früher bewundert. Mache ich heute nicht mehr. Also du lässt ohne... Ui, da wird gejagt. Ein Eingriff des Menschen in die Natur, ja. Ja. Du lässt also die Meinung des Einzelnen stehen, ohne zu bewerten. Ja. Und du glaubst, dass das zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, Meinungsfreiheit dann an der Stelle? Okay, das ist eine Frage der Begriffe vielleicht. Ja. Natürlich habe ich Meinungen. Mhm. Aber ich halte nicht an diesen Meinungen fest und vor allen Dingen, ich identifiziere mich nicht mit meiner Meinung. Mhm. Und was am Anfang für mich schwer war, aber was ich dann gelernt habe, ist,
mich von einer Meinung oder einem Standpunkt wieder zu befreien, wenn ich gemerkt habe, dass der nicht funktioniert. Mhm. Und das wäre auch ein Hinweis auf das Thema Wahrheit, was ist wahr. Ja. Und ich glaube, das, was wahr ist, ist das, was funktioniert. Mhm. Dann muss man natürlich auch sich die Frage stellen, funktioniert in welchem Sinne? Und da würde ich sagen, würde ich mir Werte anschauen, ja, wie Frieden, Liebe, Verbundenheit, Respekt und Achtung. Und das, was funktioniert in Richtung Verbundenheit und Liebe, das würde ich als Wahrheit ansehen. Und würdest du dann sogar bei der Wahrheit so weit gehen zu sagen, jeder hat seine Wahrheit, oder gibt es die eine ultimative Wahrheit für dich? Ja, das ist ein bisschen schwierig, vielleicht auch für mich auszudrücken. Ich glaube, es gibt Dinge, in denen es eine absolute Wahrheit gibt. Mhm. Es gibt ja diesen Satz, wie geht der noch? Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Okay. Und dieser Satz widerlegt sich selber. Mhm. Überleg mal. Weil er das sich selber als allgemeingültige Wahrheit hinstellt. Ja, genau. Ne, dann kann der also auch nicht wahr sein. Ja. Ja, es gibt sicherlich Wahrheit. Und ich glaube, das ist etwas, worum wir uns bemühen dürfen, dass wir nach dieser Art von Wahrheit streben und dahin gucken, was ist wahr. Und für mich geht es besonders darum, was verbindet uns? Ja. Weil wir streiten uns über unsere Meinungen. Und damit dürfen wir langsam aufhören. Es gibt so viele Menschengruppen in Deutschland, die im Grunde genommen alle das Gleiche wollen, dass wir wieder zum Frieden kommen, dass wir wieder ein geheiltes Land sind. Und alles ist zersplittert und zerteilt. Ja, es ist traurig eigentlich. Ja, es ist traurig. Und, aber wie würden wir dann aus deiner Sicht wieder zusammenkommen? Also ich habe verstanden, die Liebe ist ein ganz wichtiger Punkt für dich. Ja, es ist in meinem Fall ja auch so. Ich versuche auch ein Stück weit Botschafterin der Liebe zu sein auf meine Art. Das bist du schon. aber wie können wir also auf die Straße zu gehen und zu rebellieren, ist es für mich persönlich nicht. Wenn andere das tun, finde ich, und das ihr Ausdruck ist, finde ich das absolut schätzenswert. Ja. Aber meins ist es halt nicht. So, meins auch nicht. Wie würdest du es dann angehen und sagen, weißt du, jetzt sind wir hier zwei Lichter, kleine Lichter, die vielleicht eine Botschaft haben. Mhm. Wie können wir es schaffen, dass sich die ganze Welt wieder umarmt? Ach. Ich glaube, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir getrennt und gespalten sind und auch getrennt und gespalten werden. Ja. Dass wir einfach erkennen, also ich sage auch gerne, alles, was uns voneinander trennt, ja, alles, was mich von dir trennen würde, das kann nicht wahr sein. Mhm. Dass ich schauen würde, wo bin ich getrennt? Und denk dann drüber nach, wie ich diesen Gedanken ändern kann, dahin, dass wieder Verbindung da ist. Mhm. Also fängt alles doch im Geist an. Na klar. Und das kann jeder nur für sich selber machen. Ja. Genau, Schöpfergeist. Darüber können wir auch im Wald sprechen. Über sowas. Tun wir ja gerade. Ja. Ja. Nochmal zurück zu deinem Zuhause hier. Gibt es einen besonderen Baum für dich in deinem, also in diesem Wald, wo du sagst, wenn du Kummer hast, wenn du Wünsche hast, wenn du vielleicht meditieren gehst hier oder so? Na, es sind mehrere. Also zu mehreren Themen mehrere Bäume? Oder? Das differenziere ich nicht so. Also ich gehe einfach los und ich bin dann da, wo ich bin. Und es gibt schon ein paar erstaunliche Plätze hier. Auch ein paar geheime Plätze. Okay, das. Also den Geheimplatz kriege ich dann noch nicht zu Gesicht. Aber einen bestimmten Baum würdest du sagen, so, es ist die Birke oder. Ach, du meinst jetzt eine Baumart? Ja, eine Baumart auch durchaus. Also zum einen kann es natürlich der eine symbolische Baum sein. Ja, oder, das ist für mich die Buche. Okay.
Ja. Weil? Unsere Vorfahren, die hatten die heiligen Hallen. Und das waren Buchenwälder. Und Buchenwälder sind was ganz Außergewöhnliches, finde ich, von der Zusammensetzung, Zusammenstellung, wie die Buchen sich entwickeln und wachsen und was die können, wenn die groß sind. Da geht es um die Energiefelder. Berichte ein bisschen, damit die Zuschauer vielleicht noch einen Impuls mitnehmen dürfen. Ja, ich versuche mal kurz aus einer anderen Richtung das zu beschreiben, grundsätzlich, wo es um die Energie geht. Brunnenbauer wissen, dass man Wasser nur 10 Meter saugen kann, mit einer Saugpumpe. Und uns wird erzählt, dass die Bäume in ihren Blättern oder Nadeln Wasser verdunsten, dadurch entsteht ein Unterdruck und dadurch wird das Wasser von unten wieder hochgezogen. Aber es gibt Bäume, die sind größer als 10 Meter. Und dann ist die Frage, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass die Bäume eine Kraft haben, eine energetische Kraft, die Schwerkraft aufzuheben oder zu verringern. Ach, spannend. Und dass dadurch das Wasser in den Bäumen aufsteigt. Das heißt, diese Bäume haben sehr starke Energiefelder. Und wir können uns mit den Energiefeldern verbinden. Es gibt auch Geschichten darüber, dass Bäume Antennen sind. Das heißt, wenn wir einen Baum umarmen, was erstmal ein bisschen witzig klingt oder aussieht, dann können wir den Baum als Antenne benutzen. So wie auch gesagt wird, dass Haare Antennen sind. Und Gedanken von oben reinholen. Ach, spannend. Also es ist so durchaus so, dass ich schon Bäume umarmt habe, ja? Und mir hat das dann immer so einen Frieden gegeben, sowieso, wenn ich durch den Wald gehe, auch dann eben alleine im Wald bin oder mit meinem Hund unterwegs. Ja. Und dann so, ach, mal einmal so anlehnen, festhalten. Aber dass ich damit noch den Zugang erweitere, das war mir jetzt neu. Ah, 17 Minuten sind um. Auf den Zugang. Auf den Zugang. Ich mache das jetzt erstmal aus, weil das ist sonst nicht schön, sich so zu verabschieden. Vielen Dank, lieber Clemens, dass du mich in dein großes Wohnzimmer eingeladen hast. Und gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielleicht ein weiteres Mal. Man weiß es noch nicht, weil in Wirklichkeit ist da noch viel, viel mehr in dir drin. Vielleicht. Germanische sage ich nur als Stichwort. Vielen Dank also nochmal an meine Zuschauer mit einem Lächeln und bis bald. Tschüss.